Herr Schaffner, ich darf Sie begrüßen zu unserem Kursus Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laut. Unser heutiges Thema lautet: Wie beschreibt man Energieaustausch mit Zahlen? Es geht heute um die Prozessgrößen Wärme und Arbeit. Wärme und Arbeit sind keine Eigenschaften von Systemen. Man kann zwar sagen, dieses Volumen Luft hat eine gewisse Masse, eine gewisse Temperatur, eine gewisse Enthalpie, aber man kann nicht sagen, dass in diesem System eine gewisse Menge Wärme oder Arbeit steckt. Wärme und Arbeit sind immer nur verknüpft mit Zustandsänderungen zur Beschreibung des Energieaustausches zwischen einem System und der Umgebung oder einem System 1 und einem System 2. Es gibt eine Konvention in der Thermodynamik dahingehend, dass man das Vorzeichen eines Energieaustausches eindeutig beschreibt. Wenn ein System Arbeit von außen aufnimmt, wenn ich hier unser Gas habe und es soll von außen Arbeit aufnehmen, dann leistet die Umgebung, in dem Fall ich, Arbeit am System. Dann wird diese Arbeit positiv gewertet. H hat ein positives Vorzeichen. In ähnlicher Weise beschreiben wir eine Wärme, die von außen in das System hineingeht, als positive Größe. Man betrachtet alle Prozesse des Energieaustausches sozusagen aus der Perspektive des Systems. Wärmeaufnahme ist positiv, das System gewinnt Energie. Prozesse mit positiver Wärme werden auch als endotherm bezeichnet. Wenn hingegen ein Prozess verbunden ist mit der Abgabe von Arbeit oder Wärme, wenn sich das System ausdehnt, den einen äußeren Druck oder Wärme abgibt an die Umgebung, dann haben wir es mit negativen Größen W und Q zu tun. Wenn Q kleiner als 0 ist, bezeichnet man den Prozess als exotherm. Diese Vorzeichenkonvention korreliert mit der Vorschrift, dass Zustandsänderungen Delta Z immer als Differenz Endzustandsgröße minus Anfangszustandsgröße berechnet werden müssen. Hier ein Beispiel. Wir betrachten ein Gas, dem wir Wärme zuführen. Der Druck soll dabei konstant sein. Das System dehnt sich aus und leistet Arbeit gegen den äußeren Druck. Anfangszustand und Endzustand sind klar definiert. Beim Prozess wurde Arbeit vom System abgegeben. Nach der Konvention ist W demnach negativ. Wärme wurde vom System aufgenommen. Q ist also positiv. Der Prozess ist endotherm und Arbeit wurde geleistet. Wir können diesen Prozess im PVT-Diagramm einzeichnen. Er entspricht einer isobaren zwischen dem Anfangszustand I und dem Endzustand F. Jeder Punkt in unserem Diagramm, also I und F, entspricht einem Zustand. Jede Linie, so wie diese grüne isobare, entspricht einer Zustandsänderung, einem Prozess. Wir wollen jetzt einen weiteren endothermen Prozess diskutieren, die Wärmeaufnahme von Wasser, beginnend mit festem Eis von 0 Grad Celsius. Insbesondere wollen wir dabei die Temperatur des Systems verfolgen. Auf der Abszisse tragen wir die Temperatur auf der Ordinate tragen wir die zugeführte Wärme auf, genauer gesagt die spezifische Wärme in Joule pro Gramm. Wir starten bei 273 Kelvin, also 0 Grad Celsius, und 1 Gramm festen Eis. Wenn wir jetzt Wärme zuführen, verändert sich die Temperatur zunächst nicht. Das Eis nimmt die Wärme auf und schmilzt bei konstanter Temperatur. Nach Aufnahme von 333 Joule ist das Gramm Eis vollständig geschmolzen und flüssiges Wasser von 273 Kelvin liegt vor. Wenn wir jetzt weiter Wärme zuführen, dann nimmt die Temperatur unseres Systems zu. Der Temperaturanstieg korreliert sehr gut mit der zugeführten Wärmemenge. Um 273 Kelvin zu erreichen, benötigen wir eine Wärmemenge von 418 Joule. Weitere Wärmezufuhr führt dann zunächst nicht zu einer Temperaturerhöhung, sondern wieder zu einem Phasenwechsel. Das Wasser verdampft. Wir benötigen 2257 Joule, um 1 Gramm Wasser vollständig zu verdampfen.
Weitere Wärmezufuhr erhöht dann die Temperatur des Wasserdampfes auf über 373 Kelvin. Dies hier ist ein thermischer Fingerabdruck des Reinstoffes Wasser. Solche Diagramme verwendet die sogenannte Thermoanalyse. Wir wollen das Diagramm ausführlicher diskutieren. In einigen Abschnitten führt eine Wärmezufuhr nicht zu einer Temperaturänderung. Bei 273 und 373 Kelvin. Diese Wärmen nennen wir latente Wärme. Im Einzelnen sind das die spezifische Wärme von 333 Joule pro Gramm und die spezifische Verdampfungswärme von 2257 Joule pro Gramm. Die Zufuhr von sensiblen Wärmen, zum Beispiel zwischen 273 und 373 Kelvin, führt zu einem Temperaturanstieg. Die Wärmezufuhr pro Temperaturänderung, oder genauer gesagt, die Steigung dieses Diagramms, nennt man Wärmekapazität. Beziehungsweise auf 1 Gramm bezogen die spezifische Wärmekapazität klein c Index p. C ist für Wasser zwischen 273 und 333 Kelvin fast konstant. 418 Joule für 100 Grad Temperaturerhöhung, also 4,18 Joule pro Gramm und Kelvin. Die Steigung dieser Kurve ist die Wärmekapazität. Umgekehrt kann man bei bekannter Wärmekapazität durch Integration Wärmemengen erhalten. Auf diese Art werden häufig sensible Wärmen aus Temperaturänderungen berechnet. Wenn ich Anfangstemperatur und Endtemperatur kenne, kann ich durch Integration Wärmemengen ermitteln. Ich kann das eben gezeigte Diagramm ableiten, differenzieren und erhalte dann diese Auftragung der Wärmekapazität in Abhängigkeit von der Temperatur. Die Auftragung ist jetzt auf Temperaturen unter 273 Kelvin erweitert. Festes Wasser, also Eis, hat eine Wärmekapazität von ca. 2 Joule pro Gramm und Kelvin. Erwartungsgemäß ist bei 273 Kelvin eine Singularität vorhanden. Bei latenten Wärmen ist die Wärmekapazität unendlich hoch. Zwischen 273 und 373 Kelvin zeigt das Diagramm die konstante Wärmekapazität von flüssigem Wasser, dann wieder eine Singularität und oberhalb 373 Kelvin die spezifische Wärmekapazität des Wasserdampfes von 1,88 Joule pro Kelvin. Das Diagramm entstand durch Differenzieren der vorhergehenden Wärmetemperaturkurve. Umgekehrt kann ich durch Integrieren dieses Diagramms Wärmemengen ermitteln. Der Zusammenhang zwischen sensibler Wärme und Temperaturdifferenz liefert auch die Grundgleichung der Kalorimetrie. Bei einem kalorimetrischen Experiment werden Wärmemengen gemessen, zum Beispiel aus Temperaturänderungen. System A mit hoher Temperatur und System B mit tiefer Temperatur werden wärmeleitend verbunden, sodass sich das thermische Gleichgewicht einstellen kann. Wärme fließt dann von A nach B und wir erhalten in beiden Systemen dieselbe Endtemperatur. Die Temperaturänderung Delta T für System A ist negativ. Der Prozess war für System A exotherm. Für System B war der Prozess endotherm. Die Temperaturänderungen Delta TA und Delta TB werden in der Regel nicht gleich sein. Was dagegen identisch ist, ist der Betrag der ausgetauschten Wärme. Die Wärme QA, die das System A abgibt, ist gleich dem Negativen der Wärme QB, die das System B aufnimmt. Wenn man die Wärme aus den Temperaturdifferenzen berechnet unter Zuhilfenahme der Wärmekapazitäten, erhält man diese Beziehung, die Grundgleichung der Kalorimetrie. Aus Temperaturmessungen können wir damit Wärmemengen berechnen oder Wärmekapazitäten bestimmen. Die Grundgleichung in dieser Form stellt eine Vereinfachung dar, denn sie geht davon aus, dass die Wärmekapazitäten konstant sind. Hier ein paar Zahlenwerte. Die spezifische Wärmekapazität von flüssigem Wasser haben wir heute schon häufiger genannt. 4,18 Joule pro Kelvin und Gramm oder 4,18 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Oder mit einer früheren Einheit der Wärme formuliert
eine große Kalorie pro Kelvin und Kilogramm. Wenn man die Wärme nicht auf die Masse, sondern auf die Stoffmenge bezieht, erhält man die molare Wärmekapazität. Man muss die spezifische Wärmekapazität lediglich mit einer Molmasse 18 Gramm pro Mol multiplizieren und erhält 75,29 Joule pro Kelvin und Mol als molare Wärmekapazität oder Molwärme. Flüssiges Wasser hat eine mehr als doppelt so große spezifische Wärmekapazität als festes oder gasförmiges Wasser. Und auch die meisten anderen Substanzen haben deutlich kleinere spezifische Wärmekapazitäten als Wasser. Wärme und Arbeit sind wegabhängig, deshalb müssen diese Prozessgrößen immer hinsichtlich des Weges spezifiziert werden. Der Index P steht zum Beispiel für einen isobaren Weg, der Index V für einen isochoren Weg. Wir wollen 1 Gramm Luft, das sind 855,8 Milliliter, um 1 Kelvin erwärmen. Die benötigte Wärmemenge hängt davon ab, ob ich diese Erwärmung isochor oder isobar durchführe. Bei isochorer Erwärmung halte ich das Volumen konstant und erzeuge 1 Grad Temperaturunterschied. Ich benötige 0,7 Joule. Ich kann die Erwärmung auch isobar durchführen. Da muss ich die Grenzen des Systems beweglich gestalten. Bei Erwärmung wird sich das Volumen etwas erhöhen. Eine Temperaturerhöhung von 1 Grad benötigt jetzt eine Wärme von 1,0 Joule. Die isobare Wärme ist offensichtlich größer als die isochore Wärme. Die Wärmekapazitäten CP und CV sind unterschiedlich. Auch die Wärmekapazitäten tragen den Index P und V. Bei Gasen sind die Unterschiede zwischen CP und CV besonders groß. Man kann an den Molwärmen von Gasen noch eine Reihe von interessanten Phänomenen erkennen. Der Quotient aus CP und CV, der sogenannte Adiabatenkoeffizient Kappa, ist gekoppelt mit der Molekülstruktur. Einatomige Gase wie Argon oder Quecksilberdampf oder Helium haben einen Kappa-Wert von 1,6. Zweiatomige Gase besitzen einen Kappa-Wert von 1,4. Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft der Molwärme von Gasen: die Molwärme bei konstantem Druck ist größer als die Molwärme bei konstantem Volumen. Die Differenz dieser beiden Werte hat immer den Wert 8,3 Joule pro Mol und Kelvin, die ideale Gaskonstante. Wir haben viel über Wärme gesprochen heute, ein paar Aussagen zur Arbeit. Arbeit ist Kraft mal Weg, das kennt man aus der Physik, genauer gesagt das Skalarprodukt von Kraft und Weg. Die Hubarbeit beträgt M mal G, das ist die Kraft, mal H, die Höhe. Das Dehnen einer Feder ist etwas komplizierter, weil die Kraft nicht konstant ist. Die Dehnungsarbeit ist 1/2 ds². In der Elektrotechnik bewegen wir Ladungen durch ein elektrisches Feld. Mit einem Ampermeter messen wir die Stromstärke, mit einem Voltmeter messen wir die Stärke des elektrischen Feldes oder die Spannung. Die elektrische Arbeit ist dann U mal I mal T. I mal T ist die Ladung. In der Thermodynamik ist die Volumenarbeit sehr wichtig. Jedes System, das sich gegen einen äußeren Druck ausdehnt oder komprimiert, verrichtet Volumenarbeit, tauscht Volumenarbeit mit der Umgebung aus. Wir komprimieren Luft etwa von 858,7 auf 855,8 Milliliter. Und verrichten dabei Arbeit. Eine Kraft wirkt entlang eines Weges. Die Kraft ergibt sich aus dem Druck Px, multipliziert mit der Fläche des Kolbens A. Der Weg ergibt sich aus der Volumenänderung dV, dividiert durch die Fläche A. Ich erhalte also die Formel für die Volumenarbeit dV. Gleich minus px dv. Das negative Vorzeichen ist aufgrund der Vorzeichenkonvention zwingend. Abgegebene Energie zählt negativ. Wenn der äußere Druck konstant und gleich dem inneren Druck ist, ergibt sich die einfachere Formel W gleich minus p mal delta v. Die Volumenarbeit kann man im PV-Diagramm als Fläche darstellen.
In unserem Beispiel erhalten wir eine Volumenarbeit von 0,3 Joule. Die heutige Vorlesung können wir in zwei Formeln kurz zusammenfassen. Die Prozessgröße Wärme lässt sich errechnen aus einer Temperaturänderung als CdT. Die Prozessgröße Arbeit, genauer die Volumenarbeit, lässt sich berechnen aus einer Volumenänderung als minus Px dV. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.